Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in unserem wunderbaren Gemeindesaal in Bad Bischelbusch. Ich freue mich, dass auch heute wieder einige zahlreiche interessierte Interessenten den Weg zu uns gefunden haben. Denn das Zuckerl, das Sie heute erwartet, ist ein ganz, ganz besonderes. Heute ist nämlich hier bei uns zu Gast die Brims-Bremer Florace. Unsere Florace ist ja jetzt schon länger unterwegs in der großen, weiten Welt und macht die Menschen glücklich mit ihrem wunderbaren Ohne-Worte-Programm. Also bildefrei und einen warmen Applaus jetzt für Florace Brims-Bremer und ihre großartige Darbietung Pantomime, wenn die Blätter fallen. Ist der für mich? Soll ich den lesen? Also ich wurde gebeten, einige Worte der Erklärung zu den einzelnen Figuren hinzuzufügen. Die ist sehr gut. Die siegförmliche Wand. Sehr, sehr gut. Tiere des Waldes suchen Schutz unter dem Laub. Die Blumen verschließen ihre Kelche. Und der erste Schnee fällt vom Himmel. Gefangen im Rad der jahreszeitlichen Wiederkehr. Ist es gut? Ist es schlecht? Die Antwort weiß nur der Wind. Fuchs und Hase sagen sich gute Nacht. Sie winken sich zu. Im Herbst haben die Tiere Kopfschmerzen. Die Hirten auf dem Felde sehen einen Engel. Ah, ich hab's. Anbetung des Kindes. Entschuldigung, für mich ist das eher Hase in der Häschenschule. Nein, Ameisenigel. Ameisenigel sind so. Das kann gar nicht sein. Ameisenigel ist ja gar nicht vorgesehen. Wir sind doch im Themenkreis Herbst. Sag mal, bist du blind? Ich bin ein Baum. Ein Baum, das sieht man doch, oder? Die Rostkastanie verneigt sich traurig vor dem heranpeitschenden Ostwind. Und ihre Kinder tragen die Last der Düsternis. Bissl hinschauen, oder? Bissl mitfühlen. Wirklich, blind zum Hinschauen, oder? Ich geh schon längst nach Las Vegas oder nach Paris und wie der ganze Krampf dauerst. Ja, vielen Dank unserer lieben Florace. Wir freuen uns natürlich, wenn sie einmal wieder zu uns kommt oder vielleicht auch jemand ganz anderes. Lassen Sie sich überraschen. Wiederschauen.